Guten Tag, Kollege. Du übernimmst den EC 112 von München bis nach Augsburg und dort übernimmt der Kollege weiter bis nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, und damit Servus und Grüß euch zu einem weiteren VTM Train Simulator 2021 auf meinem Kanal. Man sieht ja schon, dass den München Hauptbahnhof hier vom Dachgleis 15 aus, das markante Stellwerk, den ZOB, die Hackerbrücke, ja, und man glaubt es kaum, auch das Gebäude des Bayerischen Rundfunks, das hier zu sehen ist. Ich frage mich immer noch, warum das ein TSW 2 fällt auf der Strecke, aber naja. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Also, dann begeben wir uns doch einmal an Bord unseres Taurus und beginnen einmal die Lok aufzurüsten. Das heißt, den Startschalter auf, den Batterieabschalter auf Start, den Stromabnehmer-Wahlschalter nehmen wir mal auf die 2. Dann nehmen wir den Führerstand einmal einschalten. Ganz schön was los. Meridian ist da. Südostbayern bauen mit der 218er nach Mühldorf. So, Stromabnehmer können wir heben. Senken an der 15 kV Spannungsanzeige. Der sollte normalerweise oben am Vorderrad anlegen. Das macht er. Dann, wenn es das Smile erlaubt, können wir den Hauptschalter einmachen. Jetzt klären wir noch die AFB dazu. Ausfahrt München Hauptbahnhof mit 30. Zugsammelschiene einmachen. Dann ziehen wir die Feststellbremse, die Zugbremse mal an, lösen die Federspeicherbremse und schalten unser Zugspitzenlicht ein. Dann kann der Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsstellung verlegt werden und damit wären wir soweit abfahrbereit. Ich kann die Bremse mal auf Stellung 1b anlösen. Da haben wir den dran und oben, wir fahren mal Doppeltraktion. Gut, die ist jetzt aber abgerüstet. Auch am Zugende haben wir noch meine 1116er dran. Guck an. Ja, München Hauptbahnhof mit dem markanten Grundig-Schriftzug. Und ich glaube, das haben sie ja da auch umgesetzt. Komischerweise bei TSW auch wieder nicht. TSW zwar. Hier sehen wir die ganzen Stände. Die Rolltreppe wüsste jetzt gar nicht mehr auswendig. Ja, das sieht man in Jormas, also komisch, dass das im Train Simulator können sie es oder wollen sie es und im TSW 2 können sie es scheinbar nicht mehr. Ich weiß, jetzt geht wieder ein Aufschrei oder sowas durch die Gemeinschaft. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich werde das so oft wie möglich ansprechen. Ich habe auch DTG schon angeschrieben. Reaktion 0. Ich bin ein Bilder geschickt hier vom Train Simulator mit dem Gebäude des Bayerischen Rundfunks. Hab Ihnen auch das Bild geschickt, das wir gerade gesehen haben. Hab Ihnen Originalbilder geschickt. Personen natürlich alle unkenntlich gemacht. Wie gesagt, Antwort nada. Es gibt ja genügend Zuschauer, die haben ja recht, das Ding steht viel zu weit vom Hauptbahnhof weg, viel zu weit. Und es ist ja so ein kleines Gebäude, dass man es vom Hauptbahnhof aus nicht sieht. Und sie sind unbedingt markant für diesen Abschnitt. Ich kann mich immer so aufregen, Entschuldigung. Jetzt werden wieder ein paar Mal, der MacRack ist wieder unterwegs, ja, das stimmt. Aber ich glaube, sie haben es da sogar geschafft, diese...
diese Einspeisebrücke hinzubauen, genau. Selbst die ist da. Also hier, wo diese Einspeisung in den Vordraht stattfindet. Ich weiß nicht, was das für eine komische Signalbrücke ist, aber das muss irgendwas mit der Einspeisung vom Strom in die Oberleitung zu tun haben, damit hier genügend Power und Saft im Bahnhof drinnen ist. Also das haben sie sogar auch umgesetzt hier im Trennsimulator in TSW 2, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben sie es da umgesetzt oder nicht. Ich glaube aber auch nicht. Da fehlt das Ding auch. Der ZOB München, der zentrale Omnibusbahnhof. Kann man so direkt umsteigen hier. Boah, nein. Das ist viel zu weit weg, das Gebäude. Viel zu weit weg. So, wir dampfen ab um 47, fahren über Augsburg Hochzoll und müssen wir um 6.15 Uhr in Augsburg sein. Na, da können wir jetzt richtig schön auf die Tube drücken, da die Song. Raus aus dem Bahnhof, rein in die LZB und dann Hyperl on the Table. Und hoffentlich kommen wir aus der LZB dann auch wieder raus. Ja, das sind meine beiden Kopfbahnhöfe. Der Holzkirchner Bahnhof, Kopfbahnhof auf der anderen Seite, der Starnberger Kopfbahnhof. So, Ausfahrt haben wir schon. Jupp. Wurde uns gerade gestellt. Spielt jemand Stellwerk-Sim und sitzt im Münchner Stellwerk da oben? Sich gedacht, den lassen wir jetzt raus. Pünktlichst. Na, ja, sagt man jetzt mal, 56 Kilometer bis Augsburg Hochzoll und das Ganze in 20 Minuten. Flotti, flotti. Die Gebäude auf der linken Seite, muss man dafür sagen, haben es da auch recht gut gemacht. Auch die Mauer ist an der richtigen, passenden Stelle. Ich habe auch bei mir am Kanal Selbstwerbung, Eigenwerbung auch ein paar Videos gemacht hier vom Bereich der Hockerbrücke aus. Das ist zwar schon, glaube ich, vier Jahre her. Da war einiges an Zugverkehr hier dann unterwegs. Mal von ZOB ausgefüllt, einmal hier von hinter dieser Mauer, da kann man auch gut drüber gucken. Wer also mal ein bisschen Trainspotting bei mir am Kanal sehen mag. Gibt sogar eine eigene Playliste mit Trainspotting. S-Bahn-Verkehr. Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt auch die im München Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Eurocity 112 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dieser Zug hält unterwegs in Augsburg, Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Weinheim und Darmstadt. Wenn Sie Hunger haben, steht Ihnen unser Team im Speisewagen gerne zur Verfügung. Beachten Sie außerdem noch darauf, dass in unseren Zügen eine Mund-Nasenschutzbedeckungspflicht gilt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Gut gemacht, eine Aufgabe mit Ansagen. Das gibt, glaube ich, ein Sternchen oben drauf. Die Aufgabe ist zum User der Player 46, heißt Österreichische Bundesbahn nach Hessen.
Link wieder wie immer in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Nachspielen. Das hat ein Nachspiel. Lokwerkhallen, da haben wir das ICE-Betriebswerk. Ja. Es war eine Gegenrichtung, die wollte uns jetzt überholen. War aber nicht weit gekommen. Hey. So, dann bremsen wir uns mal ein bisschen ein. Das müsste Leim sein. Leim sein, oder? Ja. Das müsste Leim sein. Nö, das wird wieder zum Rasen. Das gibt wieder Abzug in der B-Note. Kommt davon, wenn man zu viel nach Leim guckt. München Pasing, an den Pasinger Karten vorbei. Schauen wir, dass man direkt da mit dem Euro sitze, dass man im Pasing nicht einmal stehen bleibt. Da links das Gebäude, die Pasinger Karten. Eine große Einkaufspassage. Wie man sagt, auch alles mit der S-Bahn zu erreichen. Wüsste ich jetzt aber die Linie nicht auswendig. Welche Linie geht denn nach Pasing? Einige wahrscheinlich. Auf der Stammstrecke ist ziemlich egal, da kannst du mit alles fahren, was S-Bahn ist. So, 160er Schildchen haben wir schon vorbei. Dann dürfte jetzt, wenn da vorne 200 steht, auch bald der LZB-Bereich beginnen. Na, da haben wir doch schon eine LZB. Guck mal. Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass die
die Eurofima-Wagen für 230 zugelassen sind. Nein, die haben für maximal 200 zugelassen. Die Lok könnte oder dürfte ja 230 eben ist jeder Taurus für 230 Stundenkilometer zugelassen oder nur die Weltjet-Varianten, also ich selbst die ist, wobei außen immer die Schleppgeschwindigkeit steht, so wie ich weiß, außen haben wir immer die Schleppgeschwindigkeit dran. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, die die Lok fahren darf. Dort müsste es ja drinstehen, genau. Fahrzeuggeschwindigkeit 230. Aber die Wagen sind es nicht. So, jetzt ist eigentlich nur Tante Siva betätigen und schauen, dass die Lok keinen Blödsinn macht. Ich habe das jetzt gestellt auf System ÖBB, die hätte man auf DB umstellen können. Ja? Schönheitsfehler. Mal, es ist zwar egal, weil vom Stromsystem haben wir das gleiche. Es ist nur wegen der Optik. Gut, bei 200 an Panto einfach mal runter und rauf nehmen. Puh. Gibt es Schutzstrecken, die man auch mit 200 durchfährt? Wollen wir so eine Frage an die reellen Triebfahrzeugführer. Was sind so die maximalen Höchstgeschwindigkeiten bei Schutzstrecken, durch die ihr durchfahrt? Also wirklich auf reellen Strecken. Ich meine jetzt nicht da im Train-Simulator. Oder kann man das Bügelchen bei jeder Geschwindigkeit rauf und runter dübeln? Rauf und runter bügeln. Die allseits beliebte 101er Kombination. Intercity. Wobei das Ende von den Intercity ist ja auch schon eingeläutet, was ich da mal so gelesen oder gesehen habe. Ein bisschen wenig S-Bahn-Verkehr ist da unterwegs. Nur noch Tempo 200 erlaubt. Da fliegt die Landschaft vorbei und das im Zug. Gell? Also
Klingt komisch, ist aber so. Ich rück jetzt auch nichts mit S-Bahn aus. Das war aber ein Hamster. Das ist der Fugger-Express, oder? Ah, Krams, das war ein Mops. Das müsste dann der Fugger-Express sein. Was für den Bahnhof nochmal an? Was habe ich in meinem Video natürlich um Twin Decks an? Fugger Express vor den Mops. Ich weiß gar nicht, was die Twin Decks waren. Ich weiß bloß, dass der Donau-Isar Express vor den Mops. Südostbayernbahn, ja gut, die fahren mit 218ern und oder 245er. Doppeltraktionen mit Dostos oder mit Steuerwagen. Aber was wollten die? Die Twin Decks. Dann hast du Meridian und Bob. Die bayerische Oberlandbahn. Natürlich neben dem ganzen EC, IC, ICE-Gedöns ist da so dunkel leucht und fleucht und fährt. S-Bahn und sonstige Regionalen. Ja, zuletzt wie im November letzten Jahres dort war, habe ich auch Pesa-Links gesehen. Im Bereich vom Starnberger Kopfbahnhof. War allerdings leider zu weit weg, um die aufzunehmen. Ja. 20 Kilometer, 200 Stundenkilometer, ist ja gleich vorbei. Heißt das, jetzt kommt der ICE4. Was wird denn der Train-Simulator ab und zu mit den Meldungen bringen? Die Merkwürdigkeiten des Train-Simulators. Das Schnuckelchen. Was haben wir denn schon? Althegnenberg. Zum Blick einmal ganz kurz. Das Silber mal ausmachen. Stellen wir uns oben auf die Felsen. Falls ihr eine Kombination sucht, Steuerung Shift S,
Man kann aber wahlweise auch an den Schaltkasten da gehen, der schaut auch lustig aus. Am animierten Schaltkasten, wo es vorbeifliegt, da gibt es nämlich einen SIFA-Störschalter, den kann man auch ausmachen. Der ist aber, soviel ich weiß, normalerweise verplombt, also oder die Sicherung, also so einfach kann man den, kann oder darf man den nicht ausmachen. Also mit einem Triebfahrzeugführer bestückt, glaube ich, überhaupt nicht. Da ist nur mit in absoluten Ausnahmefällen, dass das erlaubt ist. Und ansonsten muss das Fahrzeug, glaube ich, mit mindestens zwei Führern bestückt sein. Triebfahrzeugführer, das ist immer so. Die neuen Umschreibungen für den guten alten Beruf des Lokführers. Ist genauso wie der Hausmeister jetzt der Facility Manager ist. Gefällt mir mal diese Berufsbezeichnung. Klingt halt einfach besser, ne? So, Augsburg Hochzoll 1 haben wir ja schon in 7 Kilometern dort, das ist der Wahnsinn. Augsburg, fahren wir zur Puppenkiste, zum Tim Knopf. Aber was gibt's denn alles von Augsburg? Von Augsburger Puppenkiste, Tim Knopf. Was haben wir denn Neues? Der Urmel, das Urmel, oder? Jetzt weiß ich mal, das Robby Tobby und das Flivatü von der Puppenkiste. Was noch passiert von Augsburger Puppenkiste? Mal rein in die Kommentare. Das ist der Fugger-Express, oder? Ja. Irgendwas fällt mir gerade, mir fällt der Name von diesem Stück nicht ein. Mit irgendeinem Robben, Schlupp, der Schlupp, genau, jetzt halt. Schlupp vom grünen Stern, oder war das Schlupp vom grünen Stern? Also, der Schlupp war es auf alle Fälle, genau. Warum darf der schneller fahren wie ich? Das ist ein Poser. Schlupp. Oh, ich krieg grad Gesellschaft. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist in wenigen Minuten Augsburg Hauptbahnhof. Wir haben aktuell keine Verspätung, sodass alle Anschlusszüge erreicht werden können. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn und der Österreichischen Bundesbahn. Auf Wiedersehen. Lucy's Grotto.
Ich weiß nicht, was vorbeikommt am Mikrofon und alles. Ja. Oh, Max ist da nicht so zögerlich. Der geht einfach. Maxi geht da über Leichen, hätte ich beinahe gesagt. Oh, Lucy. Maxi kennt da nix. Der geht da über Tastaturen und Mäuse und sonstiges an, dem ist das egal. Da ist die kleine Madame ein wenig vorsichtiger. Na, aber Gott sei Dank geht die LZB. Ja, ich betätige alles. Hallöchen. E-Bremse, wenn wir das nicht hinbekommen. Ah, Augsburg Hauptbahnhof, wir kommen! Im Rage jetzt auch mal schneller, da immer 230 gefahren können. Oh, da wurmt sich ein IC1 aus dem Bahnhof. Schätzen wir davor nach München. Ein allseits beliebter Haltepunkt immer noch. Dort Gleis 1. Le Bob. Oh, mit ZZ aus am Bahnsteig. Sehr schön. Gibt den nächsten Fleißpunkt. Böen ist ein Bahnhof. Der zweite Taurus. So, dann bleiben wir doch hier mal stehen und lassen unsere Fahrgäste aus- und einsteigen. Ah, das ist schade, diese Pünktlichkeit, oder? Gibt da Pluspunkte und Bonis ohne Ende. Und da heißt es mir, die Deutsche Bahn ist zu spät. Pah. Dann warten wir auf die Abschlussmeldung. Vielleicht läuft die Zeit jetzt eh noch durch. Da hätten wir aber lange zu warten bis 16.17 Uhr. Schauen wir mal. Überschreiten der Gleise verboten. Mhm. Was machen wir dann daneben hin? Ja, ein Übergang. Was steht denn alles im Güterbereich rundum? Dumm rundum. Ja, da kommt der. Der Fugger-Express kommt. Oh, eine 612, was macht denn die da? Hat im Augsburger Hauptbahnhof auch 612 unterwegs. Hm. Interessant. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Schon entweder kein Stopping Point gesetzt oder der Zug hat den Stopping Point wieder drast missachtet. Zutritt nur dienstlich. Aha. Wie kämen dann die anderen Personen hier die Bahnsteige da? Ist die nur in München-Augsburg? Die kenne ich noch gar nicht.
denn das Blonde hier? Oh, jetzt kommt da neben uns noch nichts mehr. Schon wieder eine Fahrstraße gestellt ist. Ja, dann haben wir die österreichische Bundesbahn noch gut von München nach Augsburg verfrachtet. Muss man zeitweise Durchlauf verlassen. Bis 16:17 Uhr. Kollege, Ablösung, ich will meinen Kaffee holen gehen. Gibt es im Augsburger Hauptbahnhof auch einen Jormas? Augsburg war ich schon mal, aber nicht im... Kaffeepause, noch schwer. Ich hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Wünsche euch bis dann alles Liebe und Gute. Euer Maverick.